Ups, das wollte ich nicht. So. Wie machen wir weiter? Das Ding ist immer noch nicht gebaut. Er macht jetzt Pause, natürlich. Ah, aber wenigstens sind ein paar von den Bären eingesammelt. Was liegt da rum für ein raues Dressing? Ein Huf von einem Ram. Oh. Also ja, sein Hermit hat viel zu tun. Wetter hat sich geklärt. Du packst jetzt da das Resin weg. Okay. Die beiden Knolle sind übrigens auch dort auf dem Haufen gelandet. Und wow, was sind das für welche Wiesel? Hm. Er schläft eine Runde. Katze läuft weiter rum und sammelt Würmens. Oh, und unser erster Baum fängt an zu wachsen. Hier. Im Farmplot. Er ist wieder on break. Bob ist beim Graben. Ah ja, jetzt kommt Bob da. Ich verstehe nicht ganz, was mein Hermit da gerade treibt. Ständig mit dem Bin hin und her rennen. Habe ich ihn irgendwie kaputt gemacht? Jetzt trinkt er was. Bull und Ram sind fighting. Und hier steht nichts, okay. Ich kapiere nicht, was mein Hermit hier zurzeit treibt. Jetzt macht er... Ah ja. Keine Migranten diese Season, ist klar. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss das Sandy einmal wieder einstellen. Okay, ich habe eine gute Idee. Ich nehme meinem Hermiten jetzt alle Hauderjobs weg. Labors. Professions muss ich gehen. Labors. So, alle Hauderjobs weg. Das heißt, er macht jetzt bitte nur noch wichtige Sachen. Fürs Haulern ist jetzt nämlich Bob zuständig. Ups, das war die falsche Taste. Ich wollte U. Ah, und jetzt macht er Rockblocks. Okay. Weil wenn ich mir es so ansehe, hier, welchen Monat haben wir denn schon? Timber. Sind nur 4 Monate bis die, bis zum nächsten Jahr. Und bis dahin will ich eigentlich endlich eine Mauer oben haben. Und ja, die Bären sind endlich alle eingesammelt. Wie sieht es in Stocks aus? Trinken haben wir genug. Kitchen. Wir haben Strawberry-Seeds. Wir hätten Strawberries, die wir verkochen könnten. Dann machen wir das mal und kochen ein paar Meals. Also geben wir wenigstens mal 5 Meals in Auftrag. Küche. Fine Meals. 5 Stück. Das wird uns höchstens 5 Erdbeeren kosten. Ah ja, und er macht jetzt Rockblocks. Gut. Mhm. Sehr schön.
Er engraved sie fleißig. Da müssen wir hier unsere Grabkammer etwas größer machen. Minern. Weil hier passen nur 1, 2, 3, 4. Naja, 4 nicht mal hin. Nur noch 3 hin und wir brauchen 8. Also grabe ich hier noch eine zusätzliche Reihe hin, dass wir da die Slabs auch aufstellen können. So, sind das Slabs, die engraved sind? Shale Slab Description. This is a Shale Slab, okay. Shale Slab Description. The superior quality Shale Slab. Und du? A finely crafted Shale Slab, okay. Sind die jetzt alle irgendwie hier noch drin? Ah ja, Memorial Slabs. Tu. Ein Shellplot ist, Pot ist hier noch und die Shell Slab, die er gerade in Graven tut. Deswegen das Task. Du machst Rock Blocks, sehr schön. Mhm. Naja, wenn wir es nicht schaffen, bis zum nächsten Jahr, Mitte des nächsten Jahres wahrscheinlich die Mauer hochzuziehen, wird das ein ziemlich kurze Staffel werden. Arrows, Copper Arrows, okay. Wie mache ich nochmal Remove is D? Okay. Und jetzt, wenn ich jetzt in Ammunition gucke, sind jetzt die Copper Arrows da zugewiesen. Gut. Ist der Bow hier endlich fertig? Ja. Make Wooden Bow. Und dann hätte ich gerne in meinem Rock Workshop hier drüben, wenn ich einen hätte. Okay. Wood Carpenters Workshop. Machen wir einen Table und einen Chair. Dass ich einen neuen Woodcutter aufbauen kann. Da, das ist das, was ich meine, wenn wir uns da... Oh, er ist fertig. Sehr schön. Wie sieht's hier drüben aus? Oh, hier ist fast ausgebuddelt. Dann baue ich jetzt Memorial Slabs Waren. Das muss ich gerade noch mal gucken. Furnaces Slabs, da Alt S. Alt S. Expand Contract. Ah ja, hier. Genau, hier steht Expand Contract, also fass sie zusammen und hier sehen wir ganz genau, welche Memorial Slabs das sind. Also Alt S. Können wir eigentlich alle platzieren, so. Nur nicht in den Eingang. Obwohl Zwerge können über Ecken laufen. So. War's das schon? Nee, das müsste es noch nicht gewesen sein. Building Alt S. Ja. Shale Slab, so. Dann setzen wir hier einfach eine Steinwand hin und dann ist alles gut. Was? Das ist nicht so toll. Squad. Ey. Move. Ach ne, halt. Erst aktiv setzen, oder? Squad A. Aktiv. Ich habe keine Chance, oder? Zwerge. Ich werde von Zwergen getötet. Nein.
Squad. Bewegt, ja genau, bewegt dich dahin. Ja, die Zwerge machen meine Hunde nieder, machen meinen Hermiten gerade nieder. Und Bob wird jetzt auch gleich getötet. Von was wird der da verfolgt? Einer Kriegssau? Warum? Die sollten doch erst im zweiten Jahr kommen. Im dritten Jahr kommen und nicht jetzt schon. Und sie jagen Bob einfach durch die Gegend und töten ihn. Okay. Your strength has been broken. Yay. So viel dazu, wenn man sich aufs Handbuch verlässt. Okay, wisst ihr was? Ich mache jetzt kurz einen Cut und dann geht's gleich weiter mit Staffel 4. Weil Staffel 3 jetzt ein bisschen kurz war. Ich wollte eigentlich noch so viel erreichen in der Staffel. Aber das hat wohl alles nichts genutzt. Das war auch wirklich irgendwie etwas doof. Obwohl, den Cut können wir uns eigentlich sparen. Wir legen jetzt gleich los mit Staffel 4. Weil ich nehme einfach dieselbe Welt nochmal. Kann ich ja, glaube ich, oder? Naja, okay, der Spielstand wurde gelöscht. Das hier sind übrigens Jahressaves, die Dwarf Fortress Mod automatisch anlegt. Zu jedem neuen Jahr, während ich spiele. Aber ich glaube, wenn ich das hier starte, lande ich dann am Anfang von meinem Vor. Oder lande ich auf dem World Generator? Ne, ich glaube, ich lande wieder am Anfang. Ja. Nee. Nee, will ich nicht so wirklich. Wir haben das mit dem Hermiten verkackt. Und ich will es ehrlich gesagt nicht nochmal versuchen. Sondern ich will einfach mit Staffel 4 weitermachen, was ich als nächstes geplant hatte. Die Hermiten-Mod ist wahrscheinlich einfach nicht gerade dazu geeignet, sie blind zu let's playen. Genau, Playmaster World. Region 1 nehmen wir. Dwarf Fortress. Und zwar will ich jetzt ein anderes Volk zeigen. In Staffel 4. Staffel 5 geht dann gewohnt mit den Zwergen weiter. Und Staffel 6 dann auch. Und Staffel 7. Und mal sehen, wie viele Staffeln da noch kommen. Ich hoffe mal, dass wir in Staffel 4 und 5 jetzt länger durchhalten als in Staffel 3. Also, um euch keine Panik zu machen, weil laut meiner Uhr endet jetzt gleich diese Folge. In der nächsten Folge geht es dann schon mit Staffel 4 gleich weiter. Also, wenn ihr die Folge heute seht, egal wann jetzt heute ist, morgen kommt die neue Folge dann. Nämlich die von Staffel 4. Also, die erste Folge von Staffel 4 kommt morgen. Deswegen sage ich jetzt mal kurz, bis gleich.